Moin Moin und willkommen zu diesem Account Overview. Wir sehen hier verlieben Steven NP, also Steven, no problem. Keine Ahnung, wofür genau die NP steht. Aber wir sehen hier erst schon relativ weit. Deutsche Version Server 7 reitet hier auf Latias, beziehungsweise eine mehr oder weniger verbesserte Form wegen dieser Aura hier vorne. Hier hinten seht ihr schon Schlinking, ganze in Shiny. Also er ist hier ganz gut dabei, schauen wir mal. Ja, doch, 46. Gar nicht mal schlecht, also er ist hier wirklich gut dabei. Geht in Richtung Kyogre, sehr schön. Okay, schauen wir mal hier, logischerweise Level 95, habe ich erwartet. VIP Level 16, also jetzt sehen wir mal einen der High-End-Leute, also die, wo hier wirklich viel reingeblecht haben, aber dementsprechend natürlich auch extrem viel in diesem Spiel zu bieten haben. Also in der Gilde Hunters. Und hier bin ich echt gespannt, volles Publikum, Boss-Töter, Boss-Vernichter. Schön viele Titel. Sehr schön, ihr seht schon hier unten, es fehlen nur noch 2, 4, was? 2, 4, 6? 3, 4, 6, 7. Kleidung fehlt hier noch ein bisschen was. Aha. Aber hier, Magma-Mann, Magma-Frau, Maskenmann, Maskenfrau, Kampffräulein. Unbekannter Schiffsbesatzung, Schwester Joy, sehr schön. Minirock, Fräulein, Ranger M, Ranger W, Roller Skates Junge und Anfangsform. Also, hier wie gesagt, extrem viel zu bieten. Ich bin jetzt auch mal gespannt, welches Ranking liebe Herr hat. Er ist auf Platz Nummer 1 mit 8,2 Millionen Power. Ja, also von der Power sogar nur knapp hinter mir und das ist auf einem deutschen Server, ist nicht schlecht. Hier Platz 2 mit 283 Pokémon, Reittier Platz 1, ja, okay, Platz 1. Reittier ist, denke ich, immer ein bisschen schwieriger oder ein bisschen nerviger, weil man extrem viel Gold braucht und oder extrem viele Dias. So, jetzt bin ich gespannt. Hier sehr schöne Pokémon, ja, durchaus ganz gut trainiert. Hier 2,7 bis krass, krass, krass. Okay, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fangen bei Schlinking an, denn Kyogre, Celebi, Arceus kennen die meisten ja wahrscheinlich schon. Also wie man die trainiert. Deswegen fangen wir jetzt mal an mit Schlinking. Hier sehen wir schon mal. Ja, was willst denn du jetzt schon wieder? Ich sag Schlinking, hallo. Okay, hier. Hier einmal mit Schwarzgurt. Unten mit Temposchuh. An und für sich nicht verkehrt, denn wie ihr alle wisst, Schlinking hat mehr oder weniger eine Ability, wodurch der Gegner diesen, wie heißt es hier, im Englischen heißt es Acid, Magensäfte. Genau, er wird zum Beispiel markiert, auch hier mit der Attacke Magensäfte, seht ihr, versucht Giftangriffsschaden an, wenn er greift es mit einer, mit eigenen Magensäften an, dass das Ziel vergiftet wird und so weiter und so fort. Und dann hat er hier Verzehrer. Wenn du mit dieser Attacke angreift und der Gegner hat drei Markierungen, drei mit diesem Gift-Effekt, dann ist er One-Hit. Deswegen ist natürlich super, wenn er schnell, wenn er sehr schnell ist, der liebe Gastlord, damit er relativ häufig angreifen kann, der Gegner schnell diese drei Marken hat und er relativ schnell auch den Gegner One-Hitten kann. Ist aber hier dreckig. Werden die eigenen Attacken gesenkt, steigen Angriff und Spezialangriff um 50%, dauert drei Runden an. Sehr schön. Durchbrüche hier die relevantesten. Plus 149, sehr schön. Hier sehen wir Guardian Spirit, Force of Life. Obwohl im Deutschen. Ja, ich nenne sie einfach so wie im Englischen. Swift as Wind, beziehungsweise Windeschnelle. Dann nehmen wir ein bisschen was für die Verteidigung, ein bisschen Healing, ein bisschen Physical. Jawohl. Physical Attack und ein bisschen Physical Defense. Ein Accessoires, hier ein schönes Ding, ein schönes Weißkörper bzw. Platinum Equipment. Ist echt nicht verkehrt. Hier mit Schützen, erste drei Runden. Kann man machen, natürlich. Ich beispielsweise finde es bei Pokémon wie zum Beispiel wie Kyogre oder dem lieben Rayquaza, die hier einfach Fokuslicht haben, besser eingesetzt. Denn genau wie die, in den ersten drei Runden trifft der diese Pokémon die Single Attacks. Deswegen wäre es hier schon besser eingesetzt. Aber hier
Ich bin echt beeindruckt. Ich denke, ich werde mir jetzt hier auch noch mal Ho-Oh anschauen. Ho-Oh und Celebi vielleicht noch. Ja, wir schauen uns mal Ho-Oh an. Hier nämlich die zweite Variante. Wer sich erinnert, vor kurzem habe ich schon mal Ho-Oh vorgestellt bzw. angeschaut in einem Account Overview. Und da ging es eher in die ADC-Richtung. Hier jetzt sehr schön Ho-Oh mit Leftovers. Natürlich hier unten Line Strike bzw. Combo auf Deutsch. Ja, damit es einfach trotzdem stärker wird. Hier rechts sollte trödeln. Ausweichen steigt 3 Runden lang 25%, wenn der Anwender eingefroren, eingeschläfert, paralysiert etc. ist. Das kommt, ja, ich sag mal so, ist jetzt nicht unbedingt am besten gewählt, denn es kommt ab einem gewissen Punkt relativ selten vor, dass man gegen jemanden kämpft, der einen Status Effekt bei dir hervorrufen kann. Abgesehen natürlich vom Psychotyp mit Miletta. Deswegen wäre hier vielleicht eine andere zweite Ability besser, aber ich kenne mich natürlich jetzt nicht ganz so gut auf dem Server auf. Ich bin jetzt zum ersten Mal hier und deswegen kann ich da natürlich nicht mitreden. Es kann sein, dass jetzt viele mit Statuseffekten da sind, dann wäre das hier eine schöne Wahl, aber ansonsten, wie gesagt, gibt es auch eine bessere oder eine andere, würde ich sagen. Was mir hier auffällt, relativ viel Power, aber die Attributlevel sind relativ niedrig, das ist beeindruckend. Hier auch wieder ähnliche Fähigkeiten. Wir wissen was für die Leben, ein bisschen Healing, wir haben Physical Attack, wir haben Guardian Spirit, Schutzgeister, wir haben ein bisschen was für die Geschwindigkeit, den Kristall, etwas für die Crit Rate und Physical Defense. Alles schön eingesetzt hier. Oh. Mein lieber Mann, also hier ist echt ein gescheites Durcheinander. Mein Respekt. 3 verschiedene Weißgold. Wahnsinn. Okay. Wie gesagt, sehr schöne Pokémon. Gut trainiert. Deswegen, ich sage auch mal so, ich habe nichts anderes erwartet. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei VIP 16 habe ich auch genau das hier erwartet. Wenn nicht sogar noch mehr. Ich vergleiche das nämlich jetzt ein bisschen mit meinem Account in der englischen Version. Ich zocke da viel länger. Deswegen ganz ähnlich kann es nicht sein, aber du hast ja auch schon relativ viel hinein investiert, sogar noch ein bisschen mehr als ich jetzt schon. Deswegen, ja, ein kleines bisschen mehr hätte ich schon erwartet, zumindest bei den Attributen oder sowas. Jetzt will ich mal schauen, wo du hier eigentlich dann die ganzen Attributkarten investiert hast. Okay, Arceus, alles klar, aber dafür, dass du so viel in Arceus investiert hast, ist krass, dass Kyogre und dass die Celebi stärker sind. So, und jetzt werden sich wahrscheinlich viele fragen, wie schafft er es, diese ganze Power hier herauszuholen? Ganz einfach. Zum einen die Kleidung, zum anderen Hauptquartier. Bum, bum. Obwohl, das können wir hier besser sehen. Wenn wir einfach hier Hauptquartier, und dann seht ihr hier schon vorzüglicher Grad 5000 und die ganzen Buffs hier unten. Dann selbstverständlich gibt es hier noch mehrere andere Möglichkeiten. Einmal die Fähigkeiten. Hier, wie ihr sehen könnt, alles was so orange umrandet ist, ist bereits fertig. Hier erst am Anfang. Dann Z-Ring beispielsweise, hier 2 Z-Rings. Erkundungslevel hier auf Level 1077. Achso. Was krass ist, im in der englischen Version geht es nicht so weit. Das finde ich cool. Dann Arena-Attacke hier. Bam, 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 bam. Relativ viel Orange. Orange und alles auf. Oder er versucht gerade alles auf Stufe 90 zu bekommen, damit er hier alle Inlays ausfüllen kann. Das war's. Orden, ganz klar. Also hier, wie gesagt, hier ist relativ viel Zeit investiert. Und da halt auch der ein oder andere Euro. Ich hoffe jetzt mal, dass es nicht, was weiß ich, innerhalb von 1-2 Monaten der Fall war, dass du so viel Geld ausgegeben hast, und das würde ich schon extrem krass finden. Aber mei, es bleibt ihm selbst überlassen, was er investiert, wo er es investiert. Da halte ich mich gänzlich raus, bis nochmal erwähnt haben, sagen wir es so. Also Fazit von diesem Account, 4 von 5 Sternen würde ich geben. Die Pokémon sind nice. Alles, was du hier so hast, ist beeindruckend. Du bist relativ weit, extrem stark. Aber der 5. Stern fehlt einfach, weil du
weil du eben vieles davon nur durch Geld erreicht hast. Also durch dein VIP Level 16. Hättest du das Ganze jetzt im Free-to-Play oder wärst du jetzt erst, was weiß ich, VIP 4 oder 5, dann wäre das Ganze beeindruckender. Und dann hat logischerweise auch meinen kompletten Respekt jetzt einfach nur 4 von 5 Sterne. Deswegen trotzdem, mach weiter so. Ich bin mir sicher, du warst auch mindestens, oh warte, schau jetzt einfach mal Champion League. Ja, mit 22 Millionen bist du bestimmt auch schon mal Champion gewesen. Können wir eigentlich gerne nachschauen. Wir haben hier Janky, wir haben Floddy. Cool. Floddy. Interessant, dass du es. Obwohl. Interessant, dass du es noch nicht geschafft hast, hier den Titel zu holen. Sehr, sehr schade. Du hattest auf alle Fälle das Potenzial. Und natürlich auch die Pokémon, ist ja klar. Ich hoffe, demnächst wirst du mal den Champion League Titel holen. Wie gesagt, stark genug bist du. Du kannst es locker machen. Brauchst ein bisschen Glück. Und vielleicht noch die ein oder andere Nuance verändern. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner späteren Videos wieder. Bis dann, noch einen schönen Tag und bis dann.